Wir alle kennen das. Wir nehmen irgendwelche Suchten dazu uns, ob das Nikotin ist, ob das Koffein ist, ob das Alkohol ist. Wir machen das einfach so, weil es scheinbar dazugehört, weil das so was Normales geworden ist und machen uns selten Gedanken darüber, warum läuft das jetzt eigentlich gerade ab? Und häufig kommt dann so eine Befindlichkeit wie, weil es mir eben schmeckt, weil es zu einem Abend oder zu einem Miteinander dazugehört, hat heute ein schönes Treffen mit dem bekannten Freund, der sagte, das ist halt bei uns so Usus, wir sitzen halt so mit 16 Männern so in diesem Kollektiv zusammen und dann trinken wir dort gemeinsam unseren Kaffee früh und das ist einfach schön und da sitzt man beieinander und der Duft, das ist einfach toll, das mag ich weiter so haben. Und die Frage stellt sich ja vielmehr, was würde dir fehlen? Weil es ging darum, man müsste eigentlich aus gesundheitlichen Gründen zumindest eine Zeit lang auf diesen Kaffee verzichten. Und da kam sofort als erste Frage, was könnte ich denn ersatzweise machen? Und die Frage stellt sich ja dann, wenn du gerade auf den Kaffee scheinbar verzichten kannst und dafür einen Ersatz nimmst, ist es dann wirklich der Kaffee selbst, auf den du so geil bist? Oder ist es die Zigarette? Oder ist es der Alkohol? Oder gibt es vielleicht noch ein anderes Phänomen, was dich dazu verleitet, immer wieder in diese Ablenkung zu gehen? Und das Thema wollen wir uns jetzt nach einem kurzen Intro direkt anschauen. Mein Name ist Stefan Heiner Müller, Praxis für integrale Gesundheit, mache Coachings, mache Therapien, gerade für Therapieassistenten-Patienten und freue mich total, wenn du jetzt dranbleibst, ein Video einen Daumen hoch gibst, dein Abonnement da lässt und bis gleich. Ja, also das war also spannend. Haben dann geguckt, was ist es jetzt genau, was du an dem Kaffee findest? Und da kamen die ganzen klassischen Dinge natürlich erstmal. Der schmeckt gut und der Geruch und schon das Ritual, so dieses, das Kaffee zusammenstampfen und das Pulver komprimieren und dann die Wasserhärte bestimmen. Und das war also ein riesen Brimborium, was wir da machen. Und ich kenne das selber noch total gut, dass ich das geliebt habe früher, diese Kaffeezeremonie. Oder wenn man abends einen Whisky zusammen trinkt und dort noch eine Zigarre. Und das wird immer mit diesem Pathos überhäuft von, das hat so eine Aura von Gemeinschaftlichkeit und Zusammensein. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht dran an der Nummer, weil ich kann ja genauso gemeinsam sein mit den ganzen Freunden, wenn ich dieses ganze Brimborium von Suchtmitteln nicht habe. Warum empfinde ich das anders, wenn diese Suchtmittel da sind, als wenn ich sie in der Hand habe? Und dann sind wir auf eine spannende These heute gekommen und ich möchte die mit dir teilen, weil ich auch total interessiert bin, was du da vielleicht als Feedback geben kannst, wie du das empfindest, wie du das in deinem eigenen Alltag erlebst. Und es war so, dass wir schon in diesem Miteinander, er hat mir einen Kaffee angeboten, ich habe gesagt, brauche keinen, ich trinke keinen Kaffee und echt, und da fehlt aber was. Und, ja, ist okay. Und das dann halt so gestartet. Und dann war in diesem Gespräch, wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen, war zu merken, dass das Gespräch so Kurven unterlegen war. Und es waren mal Kurven von sehr intensiver, berührbarer Unterhaltung. Da habe ich gemerkt, okay, da gibt's gerade ein großes Matching von, das ist gerade dein Thema und meins, ja. Und dann gab's auch wieder so stille Phasen, wo wir gemerkt haben, da kommt wie so ein luftleerer Raum. Das ist wie eine Phase, wo, da mag man eigentlich schnell drüber wegkommen, weil das fühlt sich gerade so falsch an. Da kam also bei mir eine Scham hoch. Er hat dann reflektiert, dass bei ihm auch so wie so eine Unsicherheit kam und was soll man dann sagen. Und das Spannende war, dass wir auseinandernehmen konnten, dass genau in diesen Phasen, wo wir in dieses Tief gehen, wo wir also nicht tief im Sinne von, da ist was Schlechtes dran oder da ist was Negatives oder da war eine Spannung zwischen in uns im Sinne einer Ablehnung, sondern einfach ein Nichtwissen, wo es uns jetzt gerade hintreibt. Ja, bei diesen Hochs dagegen, da war das Thema ganz klar. Da wussten wir, okay, wir reden jetzt über Urlaub oder Familie und Kinder. Und dann war sofort, da waren so die Frequenzen total stimmig und angepasst. Aber in diesen Niederungen war das wie so eine Suche kurz, wie geht's jetzt weiter mit uns? Und da kam eine Unsicherheit hoch. Und bei mir machte das eben eine Scham und auch eine Angst. Und das ist nichts Dramatisches im Sinne von, boah, ich habe jetzt hier Ängste und verkriege mich am liebsten. Sondern so ganz unterschwellig in meinem Bauch war zu spüren, das fühlt sich nicht so richtig an, als ob ich es gerade im Griff hätte. Und das ist ja was unser Verstand liebt, dass wir irgendwas im Griff haben, dass wir irgendwas steuern können und wir diejenigen sind, die am Hebel ziehen und genau die Kutsche dahin lenken, wo wir sie haben wollen. Und das Leben bringt uns ja ganz oft Situationen, wo wir eben nicht wissen können, was kommt. Und wenn du für dich mal nachsinnst, sind das bei mir immer die schönsten Momente eigentlich gewesen. Wenn ich erstmal nicht gewusst habe, wohin das geht und dann irgendeine Überraschung kam, was ganz spontan ist, wo ich dann gemerkt habe, so, wow, das hätte ich aus meinem Kopf heraus nie planen können.
Aber aus dieser Spontanität hat sich das ergeben. Und genauso sind wir heute auch gemeinsam auf so ein Coaching-Thema oder Therapie-Thema gekommen mit ihm, wo wir erstmal noch gar nicht wussten, wo trägt uns das hin, sondern wo wir gemeinsam diese Welle nach unten ausgehalten haben. Und jetzt kommt der Sinn dieses Suchtmittels dazu. Ich denke, du gehst mit. Diese Hochs nehmen wir alle gern mit. Also dieses Miteinander schwingen, dieses sich abgeholt fühlen, das ist was, wo wir total ankommen werden. So, yep, das will ich mit dir haben. Aber wo wir uns als Menschen öfters total schwer tun, wenn wir in diese stille Phasen kommen und das ein bisschen anfängt, im Raum zu knistern. Das merkst du schon, wenn jemand vortragend ist. Oder ich jetzt ein paar Sekunden nichts sage, also diese Stille kommt. Und man hat so das Gefühl von, wo geht denn das jetzt hin? Was passiert denn jetzt? Ist das jetzt geplant? Ist das Absicht? Ist das versehentlich? Ist mein Bild ausgefallen? Und dann kommen wir häufig mit dieser Unsicherheit nicht klar, mit diesem Nichtwissen. Und jetzt kommt der Kaffee dazu, der eine super Möglichkeit bietet. Oder die Zigarette oder das gemeinsame Bier, was man da am Abend hält, so eine geeinte Männerrunde. Und sagt, okay, genau in den Momenten mache ich das Gefühl platt, indem ich was trinke, indem ich mich ablenke, indem ich über dieses Gefühl drüber wegbügele. Und dann kommt dieses wohlige, ich habe doch wieder was zu tun. Ja. Andere Möglichkeit wäre auch ins Handy zu gucken. Warum gucken heute jeder ans Handy? Weil wir genau über dieses Gefühl drüber wegbügeln wollen und sagen, hey, es kommt gerade so ein Ansatz von Langeweile. Ich habe gerade nichts zu tun. Also nehme ich mir die nächste Hirnaufgabe und schicke mein Hirn in das nächste Du musst. Auch wenn das erstmal völlig freiwillig ist. Aber es gibt mir zuverlässig diesen Dopamin-Kick, den ich bei jedem Klick bekomme. Und sobald wir dann wieder ein Thema haben, hey, ich habe ja was gesehen, was ein gemeinsames Thema sein könnte, boom, dann preschen wir wieder vor, teilen uns dem anderen mit und haben wieder ein gemeinsames Thema, bis es dann wieder in diese Stille geht. Und dann verkriechen wir uns wieder in unsere Ablenkung. Und das fand ich mega spannend, mal nachzuspüren, was passiert, wenn wir dann nicht in diesen Kompensationsprozess gehen, sondern wenn wir mal spüren, was kommt denn jetzt wirklich für ein Gefühl hoch? Und dieser Unsicherheit und diesem Nichtwissen, wohin einen Raum einzuräumen, sagen, okay, ich fühle es gerade mal. Ich fühle gerade mal, ich beobachte in mir, ohne dass ich was damit machen muss. Ich muss das jetzt nicht in den Griff kriegen, ich muss da nichts managen. Ich höre einfach nur zu und erkunde mal in mir das Gefühl von Unsicherheit. Und als nächstes erkunde ich das Gefühl von Scham. Und kurze Zeit später kam diese Angst dazu. Boah, haben wir uns jetzt überhaupt noch was zu erzählen? Aber noch nicht diese Story, sondern ich bleibe in diesem Gefühl. Aha, da ist Angst gerade da, okay. Und dann ging das wieder weg. Und auf einmal war so ein Impuls da, den wir uns miteinander geben konnten. Und das Gespräch wurde wieder getragen in so einer weichen Milde. Und es war eigentlich immer schöner, mit jeder Welle, die wir sozusagen nach unten mitgehen konnten und auch nach oben begleiten konnten, wurde das herzlicher und offener und wärmer. Und es wäre natürlich jetzt total easy gewesen, einfach mit diesen Suchtmitteln, in dem Fall dem Kaffee, da einfach drüber zu gehen oder einen Tee oder wenigstens, wie es in der Disco, ne? Da holt man sich einfach irgendwas zu trinken, dass man was in der Hand hat. Eben genau um dieses Gefühl so zu betäuben, zu sagen, okay, wenn ich jetzt gerade so dämlich rumstehe, da guckt mich jemand an und bei mir kommt das Gefühl von, ich müsste jetzt was machen, ich wäre unsicher, also trinke ich einen Schluck, das sieht zumindest aus, als hätte ich alles im Griff. Aber ist es wirklich das Ziel, das immer wegzumachen? Und geht es uns als Menschen wirklich besser, wenn wir da immer drüber gehen, wenn wir uns dieser Ablenkung hingeben? Oder ist es eigentlich für unsere Persönlichkeitsentwicklung ein total wichtiges Tool? Wäre das eine extra Session, die wir dort in unserer Entwicklung nochmal einlegen könnten, wenn wir damit fein wären, was für Gefühle da auftauchen? Und was für ein Potenzial steckt da drin? Und vor allem, was für ein Freiheitsbewusstsein, Freiheitsgefühl, wenn du dir klar machen kannst, dass du in dem Moment nicht mehr an diesem Tropf fängst, irgendwas tun zu müssen, dein Handy zu brauchen, wo du drin nachschlagen kannst, eben diese Zigarette zu brauchen, an der du kurz ziehen kannst, oder eben überstellst sogar mal den Hund zu brauchen, mit dem du dich dann kurz beschäftigen kannst, dann ist es für dich auch okay, einfach mal im Raum zu stehen, so wie deppert in der Gegend rumstehen und sagen, ich habe gerade nichts zu tun, da ist gerade nichts, da ist gerade Leere, da brauchst du auch gerade nichts anderes. Und bin ich damit fein, wenn ich mir das selber zugestehe? Und jetzt
totales Interesse daran zu erfahren, wie dir das damit geht, wo du sowas vielleicht in dir entdecken kannst. Und vielleicht sagt dein Kopf auch, nee, das ist bei mir ganz anders. Also dann schreib das gerne unten rein in die Kommentare. Bin da total gespannt, wie du das äußerst. Aber ich fand das für mich total, auch selber da nochmal in dieser Sitzung dort miteinander zu erkennen und wow, das stimmt. Ich habe da auch unbewusst ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich merke, da mag ich einfach drüber weggehen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir uns dort gegenseitig beflügeln können, wenn wir erstmal miteinander oder erstmal im ersten Schritt für uns zulassen, ah, sowas gibt's. Aber im zweiten Schritt auch, wenn wir miteinander teilen, das spielt jetzt gerade für mich eine Rolle. Bei mir kommt jetzt gerade so ein leeres Gefühl und ich fühle jetzt gerade, mir fällt nichts mehr ein, was ich dazu sagen soll. Da kommt da nichts Schlaues gerade. Und es selber auch damit zu lieben, dass das so ist, dass wir nicht immer der clevere Kopf sein müssen, der clevere Entertainer, der irgendwie die Kinder bespaßt, der die Kollegen bespaßt, der in der Familie irgendwie permanent was zu unterhalten weiß, sondern zu gucken, hey, da ist noch eine andere Seite an mir. Und für mich spart es unheimlich Kraft, wenn ich mich von dieser Rolle befreie, mich dort selber in so eine Entertainer-Rolle kasteien zu müssen. Also nochmal, ich freue mich, wenn du dein Feedback dazu gibst. Natürlich, wie gesagt, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du die Glocke aktivierst, dass du auch immer Bescheid bekommst, wenn was Neues erscheint. Und dann für dich eine ganz lebendige Zeit mit ganz viel Hochs und ganz viel Tiefs. Und nicht Tiefs im Sinne von, dir soll es da schlecht gehen, sondern im spannenden Erleben, was wohnt eigentlich da noch für eine Seite an dir? Und was passiert, wenn du die nicht weiter ablehnst, sondern lieb gewinnst? Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.